Die Feuerwehr Freiburg wurde alarmiert zu einem Fahrzeugbrand vor dem Gebäude. Das Fahrzeug stand im Vollbrand und durch das, dass das Fahrzeug so nah an der Fassade stand, hat das Feuer sozusagen auf die Fassade und das Dach übergegriffen. Das heißt, der Dachvorsprung und auch Teile des Dachs waren schon im Brand. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle waren die betroffenen Personen schon im Freien, haben sich auch bemerkbar gemacht, dass sie praktisch zu dem Gebäude dazugehören. Bei den Schäden ist es im Prinzip so, dass das Wohnhaus vermutlich ein Totalschaden ist und Verletzte gibt es keine. Also was man auf alle Fälle sagen kann, ist, dass das Wohnhaus, wo das Feuer entstanden ist, dass es nicht mehr bewohnbar ist im Moment. Und jetzt werden wir noch Nachlöscharbeiten durchführen. Das heißt, kontrollieren, dass die Glutnester im Prinzip auch noch abgelöscht werden. Weil im Prinzip sind auch Stellen praktisch betroffen, wo man halt nicht direkt mit Löschwasser drankommt. Und deswegen will man jetzt halt noch Detailarbeit leisten. Das heißt, halt noch kleinere Glutnester halt auffinden und die auch noch ablöschen.